Hallo, hallo, hallo. Ich grüße dich ganz herzlich. Ich wünsche dir einen sonnigen guten Tag und schicke ein paar sonnig warme Grüße rüber. Von wo du auch immer zuschaust. Ich werde so oft gefragt, wie erkenne ich die Botschaften des Universums? Wie geht das, dass ich mit dem Universum wirklich kommuniziere, beziehungsweise so die Sprache des Universums erkenne? Und da wollte ich einfach mal so ein, zwei Beispiele gerade mit dir teilen, zu deiner Inspiration, damit du mal wahrnehmen kannst und das auf deine Bereiche beziehen kannst, wie sehr das Universum, deine Seele, dein Herz, Gott, welchen Namen du der Instanz auch immer geben möchtest, immer mit dir kommuniziert. Aktuelles Beispiel von mir heute Morgen. Schon ganz früh, ich war noch nicht richtig aufgestanden, noch nicht richtig wach, da hatte ich schon eine Idee, etwas zu machen. Also im Hinblick aufs Business was zu tun. Idee zum Umsetzen. Hab dann aber auch gleich gemerkt, da kam Widerstand auf. Also Idee fand ich erstmal super. Und dann habe ich gedacht, und habe so beobachtet, wie der Kopf anfängt, mir erzählt, kann ich das jetzt wirklich so machen? Kann ich das so kommunizieren? Und, und. Also so die ganzen Dinge nach dem Motto, Anführungsstriche, bin dagegen. Ja, kann nicht funktionieren, weil oder so ähnlich. Genau. So, und in dem Moment höre ich im Nachbarhaus auf der Terrasse die Kinder plärren, in Anführungsstrichen. Ja? So, und es war schon noch ziemlich früh heute Morgen, ich weiß nicht, 6:30 oder so wird es gewesen sein. Zwei Dinge dazu, zu deiner Info. Zum einen kann ich natürlich denken, oh, das nervt mich jetzt, dass so früh die Kinder da plärren, ja. Die andere Botschaft ist, Kinder, und auch du warst ja mein Kind, du hast dich in keinster Weise drum gekümmert, was andere von dir denken, wenn dir zum Plärren zumute war. Wenn du wütend warst, wenn du geschrien hast, du hast keine Ansicht darüber gehabt, du hast die Wut einfach rausgelassen, du hast in keinster Weise darüber gedacht, kann ich das jetzt machen oder muss ich mich zurückhalten? Und, und. Du hast einfach geplärrt, richtig oder falsch. Ab einem gewissen Alter wurde uns das dann abtrainiert. Was bis heute im Erwachsenenalter dazu führt, dass wir, so wie ich das eingangs erzählt habe, eine Idee haben und dann so interessante Gedanken aufkommen. Kann ich das so kommunizieren? Kann ich das machen? Was denken da andere? Kann ich da wirklich das so in die Welt raustragen? Sollte ich mich nicht vielleicht zurückhalten oder sowas? Ja? Also es sind Gedanken, die sind bis heute in meinem Kopf. Ich nehme die nur wahr und folge denen nicht mehr. So, und die dritte Botschaft für mich heute Morgen war dabei, weil das habe ich mir letzten Endes ja selbst kreiert in dem Moment, unbewusst natürlich. Ich hatte den Gedanken, geniale Business-Idee, das umzusetzen. Und in dem Moment, wo ich drüber nachgedacht habe, kann ich das machen, funktioniert das, kann das funktionieren und, haben die Kinder angefangen zu plärren. So, Botschaft für mich vom Universum, hör auf, dich zurückzuhalten, sondern in Anführungsstriche, geh raus mit deiner Botschaft. Halt dich nicht zurück, halt die Botschaft nicht zurück. Teil das mit der Welt da draußen. Verstehst du? Auf diese Art und Weise, in diesen Kleinigkeiten, kommuniziert das Universum den lieben langen Tag mit jedem von uns, also auch mit dir. Das weitere Beispiel, das war doch auch heute Morgen. Was war das nochmal? Universum, es war schon so viel heute Morgen, aber das war auch so ein treffendes Beispiel. Genau. Ja genau, jetzt habe ich es wieder. Anschließend habe ich von jemandem etwas entdeckt, wo mein Kopf mir auch gesagt hat, oh wow, das hätte ich auch gerne. Bezogen jetzt mal auf dich. Wie oft siehst du Menschen, vielleicht auch mich, und denkst, wow, die macht das so gut, die kann das so gut oder was auch immer, die lebt ihr Leben, ist frei mit der Family, auf der Welt unterwegs, was auch immer. Und so nach dem Motto,
die oder der kann das, die anderen können das, aber ich nicht. Ne? Kennst du ja bestimmt auch. Und schon ziehen wir uns in unser Schneckenhaus zurück. Guck mal, die Dinge, die du im Außen siehst, jetzt mal am Beispiel von mir, die du in mir siehst, wo du denkst, wow, die hat's gut, die ist mit der Familie frei auf der Welt unterwegs und hält sich dort auf, wo es ihnen gerade gefällt. Brauchst du schon um Geld keine Gedanken mehr zu machen, jetzt läuten sinnigerweise auch noch die Kirchenglocken hier. Botschaft vom Universum, da ist was dran. Die Dinge, die du im Außen siehst, egal jetzt ob bei mir oder bei sonst jemandem, wo du denkst, wow, eigentlich hätte ich das auch gerne, auf ähnliche Art und Weise oder auch vielleicht genau so. Du kannst diese Dinge nur im Außen bei anderen sehen, weil sie in dir angelegt sind, weil es in dir auf Resonanz stößt. Das sind Teile in dir angelegt, die gelebt werden möchten, die gesehen werden möchten, die ans Licht möchten. Sonst würde das nicht auf Resonanz in dir stoßen, sonst würdest du das bei einer anderen Person nicht sehen. Verstehst du? Da gibt es zwei Möglichkeiten, dass man denkt, okay, das brauche ich nicht. Das Ding ist nur, solange man es ja nicht probiert hat, kann man eigentlich gar nicht beurteilen, ob man es braucht oder will. Es geht im Grunde genommen bei so vielen Dingen auch gar nicht ums Brauchen. Wir brauchen so vieles nicht. Die Frage ist immer, was willst du selbst eigentlich wirklich? Radikal ehrlich mit sich selbst zu sein. Genau. Und wenn ich es nicht probiert habe, kann ich es gar nicht entscheiden. Ist das was für mich oder ist das nichts für mich? Weil als Kinder hatten wir eine natürliche Anlage und das ist ja auch in dir noch verborgen, bis es dann eben auch gedeckelt, geschleiert wurde, einfach Dinge auszuprobieren, abenteuerlustig zu sein, ja? Und so kommuniziert das Universum ständig mit uns und sei es auch, dass ich jetzt zufällig hier auf der Terrasse am Pool hocke und zufälligerweise, unüblicherweise um diese Zeit hier die Kirchenglocken läuten. Was für eine Botschaft. Also Inspiration für dich. Wie viel mehr kannst du ab jetzt mal bitte auf die Art und Weise sehen, wie das Universum, Gott, dein Higher Self, wer auch immer, mit dir kommuniziert und dir Botschaften schickt. Und das Gleiche bezogen auch auf unser Soulmate Life Mentoring, wo wir 8 Monate ganz intensiv an deiner Seite sind. 8 Monate, ich spreche es mal metaphorisch aus der Tierwelt, wo du dich aus deinem Kokon, in dem du bis eben noch bist, entfaltest, den Kokon öffnest, wunderschöne Flügel bekommst und beginnst zu fliegen in dein freies Leben. Das ist metaphorisch das gesprochen, was wir 8 Monate an deiner Seite mit dir gemeinsam machen in unserem, ja, erfolgreichsten Programm, das wir die letzten Jahre kreiert haben, dem Soulmate Life Mentoring. Ja? Und du hörst das vielleicht zum ersten Mal, lausch mal in dich hinein, ob es kribbelt, du findest in der Nähe von dem Video einen Link, wo du dir auch einen kostenfreien kurzen Zoom-Call mit uns buchen kannst, dass wir mal schauen, passt es und wie genau schaut das alles im Detail für dich aus. Oder du hörst es schon zum x-ten Mal, ja, dann agiert das Universum schon zum x-ten Mal und schickt dir die Botschaft, hey, es wird Zeit, dass du dir das mal näher anschaust und dich möglicherweise sogar dafür entscheidest. Also, in diesem Sinne, sonnige Grüße, wir sehen uns. Bis dahin, ciao, ciao.